machen unser Bett. Wir müssen auf jeden Fall nach den Bienen gucken. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht direkt Neues produziert haben, aber dann würde ich vielleicht ein bisschen Honig kaufen gehen, tatsächlich. Ja, Honig ist echt ein Problem. So, wir könnten das wieder aus Weizen machen oder aus Gerst. Okay, das ist ja quasi egal. So, ab Lagerbier. Mühle. Wir können Reismehl machen, aber mehr an der Stelle auch nicht. Dann fangen wir mal vielleicht mit Rotwein an. Wir haben keinen Wein mehr zum Verbrennen. Schön. Wir haben hier aber auch nur... Kein... Wieso können wir hier nichts... Wieso können wir hier mit Reisgetreide machen? Und hier steht auch nur Getreide dran, aber das geht nicht. Hätten sie vielleicht ein bisschen ausführen müssen, welches Getreide genau. Aber gut, ich will das gar nicht verurteilen. Wir produzieren einfach weiter. Dann können wir den geisterhaften Atem hier schon mal reinschubsen. Denn den brauchen wir sowieso, wenn wir das nächste Mal hier aufmachen. Dinge sind fertig. Wir haben viel zu viele Beeren. Im Ernst. Ah, Mais. Wir haben wieder Mais. Und 18 Felder zu bestellen. Ich hoffe, wenn ich jetzt die Trauben da oben rausrupfe, dass ich alle 8 bekomme und nicht wieder irgendwas übersehe. Und unten braucht man nicht nachgucken, die sind ja gerade erst gepflanzt worden. Drei, vier, nee, 5, 6, 7. 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Hat funktioniert. Die Tomaten sind natürlich noch nicht fertig. Trauben haben wir alle. 18 Felder zu bestellen. Mal Wasser voll machen. Einmal das Zeug hier rausprügeln. Ja, ich nehme vielleicht Kupfer und Stein dann doch mal wieder mit, bevor wir es am Ende wirklich nicht mehr haben oder wirklich brauchen und nicht haben. Nicht genug Brennstoff. Ja, natürlich nicht genug Brennstoff. Warum sollten wir auch irgendwann mal ansatzweise genug Brennstoff haben? Wenigstens in 10er-Stacks übertragen oder so. Das wäre doch schon ein Anfang. Wir brauchen, glaube ich, auch nochmal Scharniere für irgendwas. Na, Blech brauchen wir auch wieder. Na, Blech haben wir auch so wie nix. Machen wir mit Nägeln weiter. Das war einer zu wenig. Jo. Ich gehe mal, ich würde sagen, 3 Honig kaufen. Hier ist auch noch Eisen, das nehmen wir mit. Die Büsche da rechts, die sehen auch aus, als könnte man die plündern. Wir gucken mal. In der Tat kann man das Brombeeren. Schön. Das ist auch wieder nur Reisig, oder? Ah, großartig. Wurm. Wir gehen, wenn wir sowieso jetzt schon mal hier sind. Da ist noch ein schauriger Pilz. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Wenn wir sowieso jetzt schon mal hier sind, gehen wir vielleicht gleich noch mal runter Richtung Strand. Hier kann man auch noch buddeln. Noch ein Schlüppi. Ja, großartig. Ich kaufe mal 4 Honig. Dann müssen unsere nur noch... Wo ist denn Honig?
Dann müssen unsere drei nur noch einmal fertig werden und wir haben die Geisteratems komplett. Wurzel. Noch was, was mir das Inventar zumüllen kann. Großartig. Hast du was anderes im Angebot? Ich wollte einfach nur mal nachfragen. Ach, oh, bei dir gibt's Aromapflanzen und Wildkräuter. Das ist gut. Was macht man mit Wurzeln? Verschiedene Wurzeln mit aromatischen Noten. Okay. So, irgendwo hier am Strand soll man die Schlüppis abgeben können. Sagen wir mal dich. Hast du den Zustand des Strandes gesehen? In letzter Zeit bringt die Flut ständig allen möglichen Müll an den Strand. Bei allen Göttern, letztens habe ich eine Perücke geangelt. Du hast geangelt. Kannst du mir eine Angel verkaufen? Eine Perücke! Ist das denn möglich? Normalerweise verwende ich den Müll, den ich finde, für meine Kunstwerke. Aber das läuft langsam aus dem Ruder. Ich finde immer seltener nützliche Dinge, die ich wiederverwerten kann. Ich habe eine Idee. Warum bringst du mir nicht den Müll, den du hier findest? Ich kann ihn gegen schöne Dinge oder Informationen über die Fische im Königreich eintauschen. Immerhin war ich vor dem Schiffbruch ein großer Meeresbiologe. Ich dachte, du hast alles vergessen. Klingt gut. Großartig. Hast du die große Truhe gesehen, die bei mir zu Hause steht? Du kannst den Müll dort ablegen, auch wenn ich nicht da bin, und du bekommst dafür Siegel. Wenn du genügend hast, tausche ich sie gegen alles ein, was du willst. Wir haben beide etwas davon und säubern nebenbei noch das Meer. Das ist für alle von Vorteil. Was? Oh, wie interessant. Vielleicht schaue ich eines Tages in deiner Taverne vorbei. Ich bin zwar kein Freund von Menschenmengen, aber manchmal überkommt mich der Drang nach einem kleinen Fest. Geschäft. Kurzes Bandana, langes Bandana. Kosmetisch. Anglerfischlampe. Objekt, eine professionelle Lampe. Komfort 4. Aquarium, Antennenfeuerfisch. Extrem seltener, giftiger Fisch. Wir brauchen diese Münzen. Die bringen ja richtig Komfort. Clownsfisch, nicht sonderlich lustig. Falterfisch, tropischer Fisch in schönen Farben. Schwarz-weißer Fisch. Halfterfisch, schwarz-weißer Fisch, der schwer zu finden ist. Platten-Doktorfisch, ob er Walisch spricht? Paletten, mein Gott, Paletten-Doktorfisch, okay. Aquarium-Seepferdchen, ja, das ist auch ein Fisch. Banane, Zutat Frucht schmeckt besser mit Flecken. Dekorative Koralle, wird in einem Blumentopf gehalten. Bullauge, vielleicht siehst du eine Seekuh. Dekorativer Seestern, schön gefärbter Seestern, dekorativer Taucherhelm, frisch vom Meeresboden, Komfort 12. Eingerahmte Muscheln, wie ein Nudelbild, aber vom Strand. Gemälde der Anfänge, eine Reihe von Gemälden, die das Königreich von Rilia darstellen. Alter, hat der viel Krempel. Okay, das lese ich jetzt nicht alles durch. Okay, also es gibt hier diverse Dinge, die uns Komfort bringen. Wie zum Beispiel ein Meerjungfrauenbrunnen. Nein, es ist einfach nur ein atemberaubendes Objekt. Okay, eine Truhe, in die wir Müll reinschmeißen können, ist die in seinem Haus. Guck mal da. Die sieht ja schon aus wie eine Mülltruhe. Wilson Siegel 6. Die Schlüppis sind weg, das finde ich gut. Aber welchen Müll kann ich ihm denn noch geben? Jetzt bin ich heiß auf Müll sammeln. Venusmuschel ist kein Müll, die kann man essen. Ah, wahrscheinlich Netze. Sowas ist wahrscheinlich Müll. Moment, da konnte man auch abbuddeln. Yo! Großartig. Ich möchte nicht wissen, für welche Kunstwerke der das verwendet, aber... Ich sag mal, viel Spaß. Noch einer davon. Da kann man auch noch buddeln. Stand übrigens in den Kommentaren, dass man das hier eintauschen kann. So bin ich nur drauf gekommen. Aufheben. Miesmuschel kann man auch essen. Das wird natürlich dauern, bis wir da mal genug Punkte zusammen haben, um uns was kaufen zu können. Aber immerhin kommt man mal aus der Taverne raus. Das ist auch schön.
Stimmt, hier gab es ja Kokosnüsse, die habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Da doch bestimmt auch, oder? Ja! Da auch nochmal. Und dann stapfen wir jetzt nochmal durchs Wasser, ob wir hier irgendwas Schönes noch finden. Aber so weit rein kommen wir gar nicht. Ne, da kommen wir nicht runter. Ich denke halt immer noch eine Angel wäre super, weil wir uns dann Fisch organisieren könnten. Was mit dir? Redest du inzwischen weiter mit uns? Hör mal, es tut mir leid. Ich wollte nicht so unhöflich zu sein. Da fehlt ein Dir. Das ist nur... Ach egal, darf ich mir vorstellen, ich bin Hikari, Tochter von Kujaku. Kujaku? Ich bin mir nicht sicher. Ist das der Fischhändler? Ich hoffe, ich habe dich nicht verärgert. Nö, alles gut. Wenn du angeln willst, lass dich von mir nicht stören. Wenn ich so darüber nachdenke, wäre es eigentlich ganz nett, zur Abwechslung mal etwas Gesellschaft zu haben. Danke, aber ich weiß nicht, wie man angelt. Ah, wir kommen voran. Vielleicht ist es besser so, glaub mir. Du weißt nicht, was... Okay, okay, schau mich nicht so an. Siehst du die alte Angel neben mir? Du kannst sie nehmen, wenn du willst. Sie ist keine Schönheit, aber für den Anfang wird sie reichen. Die wollte ich beim letzten Mal schon nehmen, ich konnte nicht. Aufheben. Verschlissene Angelrute. Okay, Lektion 1. Um deine Beute auszutricksen, ist es unerlässlich, den richtigen Köder zu wählen. Es gibt verschiedene Arten von Fischen im Königreich und jede von ihnen beißt an einem bestimmten Typ von Köder an. Es gibt noch weitere Faktoren, die das Angeln beeinflussen. Welche Fischart du fängst, hängt vom Köder, den du benutzt, der Jahreszeit, in der wir uns befinden, und dem Wassertyp, an dem du angelst, ab. Verstanden? Vielleicht kann ich ein Mineralwasser angeln. Wenn du nach einigen Versuchen siehst, dass nichts anbeißt, dann erfüllst du nicht alle Angelvoraussetzungen. In diesem Fall solltest du den Köder tauschen oder zwischen Salz und Süßwasser wechseln, um zu sehen, ob du dann mehr Glück hast. Lektion 2. Eine Angel ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine Verlängerung deines Körpers. Wie sieht es mit der Stabilität aus? Liegt sie gut in der Hand? Die alte, abgeranzte, angeknackste Angel bestimmt nicht. Ich denke schon. Gut, je höher die Qualität der Angel, desto einfacher wird es sein, Fische zu fangen. Schlechtere Angelrouten können die schwersten Fische nicht fangen. Wenn du also das Gefühl hast, dass du immer wieder Schwierigkeiten hast, überhaupt etwas zu fangen, solltest du deine Strategie ändern. Und bei dir eine bessere Angel kaufen für 20.000 Gold oder wie sieht das aus? Köder oder das Gebiet wechseln, richtig? Genau. Es klingt so, als ob du den Dreh raus hast. Also lass uns zur Praxis übergehen. Hier, in dieser Ködertasche, hast du ein bisschen von allem, was du zu Beginn brauchst. Ich empfehle die Kunstköder. Sie sind von bester Qualität. Die werde ich als allerletztes benutzen. Wenn du die Angel verwendest, drücke Q und wähle den Köder aus. Wirf den Schwimmer ins Wasser, indem du E drückst und bleibe wachsam, denn bald werden die Fische anbeißen. Wir haben keinen Platz. Wir haben Platz. Sind aber zu nah dran. Wieso haben wir eigentlich immer so massive Platzprobleme? Reden. Wenn du die Angel verwendest, drücke Q. Ja, habe ich verstanden. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht bei dir direkt eine bessere Angel kaufen als der Mumpitz, der da rumliegt. Ich sollte Hikari die Angel zurückgeben, bevor ich gehe. Ich habe keinen Platz, um zu angeln. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Können wir das da zum Beispiel einfach wegwerfen? Können wir. Verschissene Angelrute, alles klar. Wir haben jede Menge Larven, auf geht's. Bleib fokussiert auf den Schwimmer. Der Fisch wird zunächst subtil anbeißen, bis er schließlich den Schwimmer versenkt. Wenn das passiert, ziehe mit E schnell an der Angel und bereite dich auf den Kampf vor. Kann ich den Fisch auch mit meinem Mob verprügeln? Du hast einen. Bewege den Indikator, indem du die Maus seitlich bewegst und wenn er über dem Fisch steht, halte die linke Maustaste, um die Angel einzuholen. Wenn du es schaffst, die Leiste unten zu füllen, wird der Fisch dir gehören.
Was? Verflixt, er ist entkommen. Keine Sorge, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jetzt, da du das gesehen hast, wie es funktioniert, sollte er dir beim nächsten Mal leichter fallen. Versuche es einfach nochmal. Wenn du zwischendurch nicht quatschen würdest, dann würde ich das vielleicht auch nochmal versuchen, aber... Weiß ich jetzt noch nicht. Okay. Ja, okay, verstehe. Genauso, was ein großartiger Fahr... Das kann jedem passieren. Manchmal kann sich Müll am Haken verfangen und mit einem Fisch verwechselt werden. Keine Angst, früher oder später wirst du einen echten Fisch fangen. Das war gut. Ich erinnere mich an das erste Mal, als mein Vater mich zum Angeln mitgenommen hat. Ach, egal. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und hey, entschuldige wegen vorhin. Du meinst vor einer Woche oder so? Weißt du was? Warum behältst du die Angel nicht einfach? Pass aber gut darauf auf, hörst du? Ich weiß, sie ist ziemlich abgenutzt, aber ich verbinde mit ihr schöne Erinnerungen. Ah, wir können auch gemeinsam schöne Erinnerungen... Was? Ich kümmere mich darum. Freut mich, das zu hören. Wie dem auch sei, wir sehen uns. Wenn du mal in der Nähe bist, schau doch mal bei uns vorbei. Mein Vater hat den besten Fisch im Königreich. Allerdings ist er ein Geizkragen, also erwarte keinen Rabatt. Alles klar, danke. Kann ich jetzt bei dir eine bessere Angel kaufen? Werde niemals übermütig. Das Meer kann viel gefährlicher sein, als du denkst. Das ist wahr. Geschäft. Guck mal hier. Noch eine verschissene Angelrute. Anglertisch, stell deine eigenen Köder und Fischreusen her und Kunstköder. Warum denn keine hervorragende und nicht kaputt zu kriegende Mega-Angel, die alles sofort fängt? Geben wir unsere zwei Schlüppis ab und nehmen uns dafür Münzen. Gut, von den paar, die wir haben, können wir uns wahrscheinlich noch nichts leisten, aber ich würde einfach mal spaßeshalber gucken, ob wir uns vielleicht irgendwas Kleines einfach mitnehmen können. Wo ist er denn? Er ist verschwunden. Wo ist er? Schade. Ging sofort weg. Sag mal, wo ist er hin? Er ist reingegangen, als ich rausgegangen bin, alles klar. Geschäft. Wir haben 10, ne? Wir haben 11, okay. Können wir das nicht vielleicht einfach nach Preis sortieren? Guck mal hier, der würde 12 kosten. Ja, ich glaube, das lohnt sich jetzt noch nicht. Meeresbrise, Tischdecke, Komfort 4. Komm, wir nehmen die mit, dann haben wir mal ein bisschen mehr Komfort zumindest. Meeresbrise, Tischdecke. Wir wollten auch noch neue Tische bauen. Also, ich wollte neue Tische bauen. Dafür haben wir extra Rezepte gekauft. Übrigens, danke für die Info, dass man da unten die Schlüppis abgeben kann. Ich hatte echt keine Ahnung, was ich damit groß soll. Bin ganz froh, dass ich die los bin. Aber jetzt, wo ich weiß, dass es da Münzen für gibt, hätte ich gerne mehr. Wo kriegen wir mehr Schlüppis her? Da zum Beispiel. Na, Wurzel. Ist auch okay. Da ist noch ein Reisig, den ich nicht haben will. Wirklich nicht. Und ein schauriger Pilz, den wir jetzt nicht mitgenommen haben, weil wir keinen Platz haben. Richtig? Ist das nervig. Weg mit dem Reisig. Ich nehme lieber den Pilz mit. Den ich nicht mitnehmen kann. Großartig. Jetzt kann ich ihn mitnehmen. Ja, buddeln macht jetzt auch keinen Sinn, weil wir sowieso keinen Platz haben. Na gut. Gehen wir erstmal wieder zurück zur Taverne, geben ein paar Tische in Auftrag, machen unsere Taschen leer. Da können wir auch buddeln. Wurm! Yay! Okay, wir geben Dinge in Auftrag. Also, was brauchen wir für große Tische? Stöcke. Wir brauchen Stöcke. Dann hat sich das ja quasi schon erledigt. Wir brauchen Stöcke. Wir legen Passendes ab. Und Stöcke. Wir machen
Feuerholz. Wir machen Negel. Da brauchen wir dann auch bald wieder neues Brennmaterial. Da ist auch voll passendes. Das kann auch hier bleiben. Okay. Mehr passendes. Mehr haben wir jetzt gerade hier auch nicht. Moment, hatten wir nach einer Bestellung geguckt, ob da was Sinnvolles bei ist? Getreide bei Weizen, Zutat Galaxy Hopfen, Bitterhopfen, das haben wir alles gerade nicht. Wir können schon mal öffnen. Passendes. Gehen wir mal gerade durch mit dem Passenden hier. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Wurzel wahrscheinlich auch. Ja, die Muscheln und so, ne? Hm. Vielleicht machen wir uns mal eine Angelkiste irgendwo. Oh, gekochte Meeresfrüchte. Klar, wir können jetzt wieder die Muscheln verkochen. Sehr gut. Machen wir mal ein bisschen Rotwein. Hier machen wir natürlich damit weiter. Das ist aktuell so das Wichtigste irgendwie. Rotwein. Und da sind die ersten Bestellungen. Fangen wir an zu zapfen. Was ne Spelunke! Will tatsächlich aufs Maul. Ich habe kurz damit gerechnet, dass er sich wieder beruhigt. Aber nein, er steht auf Schläge. Will ich ihn natürlich nicht verwehren. Soll er gerne haben, wenn er gerne will. Immer rein da. Er ist auf der Atem 40. Wie lange brauchen die Bienen? Wie lange haben die beim letzten Mal gebraucht? Waren das 3 Tage? Kann das sein? Weißt du, wir würden noch 1-2 Tage brauchen, um den Atem fertig zu bekommen. Und wieder beschwert sich jemand über die Spelunke. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt haben wir das Tischtuch vergessen. Aber egal. Wir kommen darauf zurück. Oh, ein Zimmer wird vermietet. Diese Fässer da hinten. Wo könnten wir die herbekommen? Es gab kein Rezept dafür. Wir müssen, glaube ich, nochmal bei der Tavernenerweiterung gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Vielleicht gibt es da auch einfach kein weiteres zu, aber ein einzelnes Fass da hinten ist ein bisschen wenig in meinen Augen. Eins für unterwegs und noch eins für auf der Hand. Dann glaube ich gleich mal gucken. Wahrscheinlich ist die nächste Ladung eh auch schon fertig. Wir dürfen aber auch noch haben. Ja, 10 immerhin. Oh, kalt, vergessen, sorry. Ich will den Wirt sprechen. Nein, willst du nicht. 60 von 100. Wieso denn 60 von 100? Next.
So. Ein guter Ort für eine kurze Rast. Naja. Mehr Tische, mehr Licht wäre super. Übrigens, die Kerzen da unten sind alle dunkel, nicht weiß. Sie hat schon wieder Kerzen gekauft. Die Getränke sind total verwässert. Das ist Geisteratem, der muss so. Eine Suppe kannst du haben. Fleischbrühe. Eine Suppe ist eine Brühe, klar. Geisterhartem 70. Ich habe mich irgendwo verzählt, kann das sein? Hm. Ist ja auch egal, Hauptsache wir haben es bald. Holen wir mal gerade Nachschub. Wenn wir jetzt schon bei 70 sind, dann müsste es ja eigentlich auch bald reichen. Jammert wieder einer. Da kommen 20 raus. Ich habe 10 Limetten gekauft, weil das beim letzten Mal offensichtlich nicht gezählt hat. Wir müssen 100 verkaufen, wir müssen 5 davon bauen, das heißt, wir brauchen 10 Limetten. Wir sind jetzt aber bei 70. Ich verstehe es nicht. Doch, passt wohl. Wir müssen noch einen bauen, sonst kommt es nicht aus. Doch, alles richtig, alles gut. Ich habe nur zu viel Honig, weil ich mit 2 Honig pro Stück gerechnet habe. Das war mein Fehler. Okay, damit komme ich klar. Alles gut. Wir haben keine Weinhefe mehr. Großartig. Und wir haben keinen Wein mehr, der fertig ist. Aber das haben wir bald hier mit dem Geisteratem. Geisteratem 80. Ja. Wir haben nämlich 3 zu wenig. Deswegen müssen wir nochmal ein neues aufmachen quasi. Ich habe nur zu viel Honig gekauft. Ist okay. Wenn wir Level 10 sind, können wir ja den Met angehen. Dann brauchen wir sowieso Honig. Eichenfass gereifter Met, wie wär's? Muss man nur noch gucken, wo wir eine Eiche herkriegen. Jo, haben wir die? Ich will mein Geld zurück. Moment, kommt sofort. Geld zurück steht hinter dir. Willst du das wirklich? Hey, okay, ich bin schon still. Siehst du? Willst du nicht? So, wir haben schon 0 Uhr. Ist da noch Platz drin? Da ist doch Platz drin. Alles klar, dann machen wir zu. Bald haben wir das Level. Auf Level 10 gehen wir uns auf jeden Fall Met besorgen. Jo, machen wir hier mit. Kann eigentlich mit Fleisch weitermachen. Wir müssen morgen Weinhefe kaufen. Die ist dann jetzt doch relativ schnell leer gegangen. So, wie sieht's hier aus? Nee, die doch nicht. Stangen brauchten wir für die Tische. Das bauen Eisennägel. Ja, komm. Und natürlich kein Brennstoff mehr. Das muss auch anders sein. Eins davon. Und Kupfer. Passendes Lager. Ja, haben wir gerade gar nicht dafür. Tische. Nägel. Wir können schon mal 2 davon bauen, wir brauchen nur Nägel.
Und die Bänke brauchen dann passenderweise auch nur Nägel und Bretter. Wir brauchen nochmal Bretter, dann können wir die vierte Bank auch bauen. Jo. Dann räumen wir jetzt die Taschen nochmal gerade aus. Oder das können wir morgen machen. Wir gehen erstmal pennen. Reicht jetzt auch.